Willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, angespielt, mitgespielt, und zwar Star Wars The Old Republic. Hier, die Agentin Ali hat uns gerade gesagt, dass ihr Kumpel, der Herr Kessler, irgendwie gefangen genommen wurde und aber einen wichtigen Bericht hatte, und wir sollen den mal dann aus dem Gefängnis mitbringen. So meine Interpretation des Ganzen. Nein, Heldenmission. Würde ich machen, müsste sich aber jemand finden, mit dem man die wirklich machen kann. Also dann einfach mit irgendwelchen Leuten zu machen oder mit Leuten aus der Gilde, macht mir jetzt nicht so viel. Beziehungsweise ich würde solche Sachen durchaus machen, wenn jemand dann da mitmachen möchte. Und dann würde man sich vielleicht treffen. Aber dann möchte man vielleicht auch die Stimme des anderen mit drauf haben, und dann müsste der bereit sein, sich das mit aufzunehmen, und das wäre alles viel zu stressig. Momentan jedenfalls. Wenn jetzt jemand sagt, hier, aber ich spiele auch und ich würde es mit dir zusammen machen, dann könnte man sicherlich einen Weg finden, das zu tun. Aber fangen wir mal erstmal hier Mr. Kessler. Ne? Ja. Seid ihr Kessler? Chaskruni do pat kuri ra do kanki kung. Wo grani tampio da pushi wumpa. Pu tula musta. Chonki faguta. Chiho poda gi otto vokise. Das ist schade. Alles meinte ihr, hättet sie sicher irgendwo hinterlegt. Chi kospa ini gudad iji gliska chanagawa. Piti do tenya go kaka jojo. Da biska ku paliya umpa hupa jikilia umpasa do biska. Gut, guter Deal, machen wir doch glatt. Wir holen uns den Stick zurück von den Wachen, die ihn sich unter Nagel gerissen haben. Und er entschlüsselt die Daten, und dann sind alle glücklich und bis an ihr Lebensende und so weiter und so fort. Wo ist denn das jetzt hier? Noch weiter in den Zellentrakt hinein, würde ich sagen. Da 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 da. Ja. Schneller, 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 schneller. Ich habe auch schon ewig nicht mehr gezockt hier. Also zumindest ewig nicht mehr Star Wars. Ja, was gibt's denn sonst hier zu erzählen? Ja, gestern war doch schön, oder? Ein schönes Fußballspiel, Deutschland gegen Frankreich. Wobei das ziemlich dämlich ist von meiner Seite jetzt aus, weil ich werde es ja nicht heute hochladen, diese Folge hier. Naja, vielleicht doch, weiß ich noch nicht. Aber eigentlich nicht, nee. Werde ich wahrscheinlich nicht heute hochladen, die Folge. Dann könnte ich auch Livestreams. Wenn ihr glaubt, dieses Abwasser ist übel, dann wartet ab, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ein Befriedungsdroide, ja. Schön. Gerade euren Rekord, Boss. Was hat uns denn das gebracht an 695 Erfahrungen? Schön, schön. Gucken wir mal, was da unten im Abwasser drin ist. Keine Ahnung. Könnten wir eigentlich mal machen. Vielleicht findet sich hier ja was. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt erwartet, hier ist irgendwas. Okay, hier ist ein Datacron. Nur die Frage, ob wir da jetzt hinkommen. Ist ja eigentlich eher ein dunkles Datacron. Aber vielleicht kommen wir ja trotzdem hin. Man weiß nicht. Egal. Oh. Eine Bonus-Mission. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? 20 von den Militärpolizisten. Super.
Mein Gut ist jetzt so ein typischer MMO-Aufbau, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, für Jedi wäre es viel cooler, wenn man belohnt würde, wenn man die Leute umgeht und das ist dann als Bonus. Aber dazu hätte man die Möglichkeit einbauen müssen, Gegner zu umgehen. Schauen wir mal. Oh, wie viel müssen wir hier noch? Ach, nur noch 100. Und hier müssen wir noch 52, ne? Ja. Nee, Quatsch. 62. 62, ja. Gut, wissen wir Bescheid. 52. Ey, manchmal voll die Rechenaussetzer. Wie gesagt, ich könnte auch darauf verzichten, hier arme Gefängniswachen abzuschaffen. Ich bin ja auch nichts dafür. Aber gut. Die können ja auch im Endeffekt nichts dafür. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Das geht ja nicht anders. Ich muss hier durch. Und die lassen mich einfach nicht. Was ist das da? Der da. Gefängnis Militärpolizei. Haben wir schon 6. Ich vermute, das ist erst Stufe 1 und dann müssen wir noch ganz viele andere. Hier sind nur Gefangene. Hier, den können wir. Den Befriedungspolizei. Also, allein der Name. Ein Quatsch. Also ich verstehe, in dem Gefängnis ist es ein Befriedungsdroide, der nur verhindern soll, dass er einen Aufstand ausbricht. Aber trotzdem. Na, 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 na. Yay. Muss man hier wieder ein bisschen aufladen. Gut. Oh, Hälfte haben wir. Oh, zwei gleichzeitig. Vielleicht ein Fehler? Schauen wir mal. Fast so aus, als wäre das ein ziemlicher Fehler gewesen. Boah, das war knapp. Ganzes Medipack verbraucht und offensichtlich das hätte ich machen müssen. Aber gut. Wobei ich nicht weiß, ob Schwertschutz jetzt gegen Droiden hilft. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Achso, doch, ich weiß es erst. Oh oh. Was ist das denn? Das war auch nur ganz schön knapp. Ach, das war sogar ein Missionsziel. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt gehabt. Ah, ist ja gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Nur nochmal gerade gucken. Wir haben hier Sicherheitskonsole. Hier haben wir nochmal so ein. Wieder ein.
Weg mit dem Droiden. Wir brauchen noch 7 Wachen. Das ist mein Lichtschwert. Vier noch. Was ist denn das? Das hier ist doch nur die. Okay, das wäre zum Öffnen der Tür. Ich möchte aber vorher die Bonusmission wieder abschließen. Ich habe immer dieses Gefühl, wenn man das nicht macht. Was heißt Gefühl? Ich weiß, ab und zu kann es halt vorkommen, dass man dann aus Versehen die Hauptmission abschließt und schon kriegt man die Bonuspunkte nicht mehr. Und das ist doof. Egal wie doof die Bonusmissionen auch sind. Ich verschenke doch nicht die Erfahrungspunkte. Okay. Das geht doch schief. Na, doch nicht. Ich hätte damit gerechnet, dass das schief geht. Was haben wir denn hier alles unten noch? Können wir hier zu dem Datacron? Das wäre natürlich. Ne, das ist hier nur die. Schade. Okay, ne. Ich dachte hier. Aber da kommen wir ja her. Das können wir also vergessen. Hier hört man es ganz leicht. Dezent im Hintergrund. Gibt es hier einen geheimen Zugang? Irgendwas? Oben vielleicht. Kommt man da irgendwie hin? Versuchen wir mal auf der anderen Seite gleich runter zu gehen. Jetzt gleich. Solbronk, der Schattenstadt abgeschlossen. Gut. Genug Bonusmissionen, ja. Oder? Ja. Schauen wir mal, ob wir hier auf der anderen Seite runterkommen. Zum Wasser. Ups. Gut, das war nicht so ganz, wie ich das geplant hatte, aber vielleicht kann ich da lang. Das wäre ja cool. Da sind noch welche. Darfst du alles machen, Kira? Brech meinen Rekord, habe ich kein Problem mit. Weiß ich nicht, kommen wir da rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Echt schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne. Ich hatte gehofft, wir kämen hier rein, aber dem ist wohl nicht so. Da hinten lang vielleicht?
das sind alles Sachen, da komme ich nicht rein. Ne? Da käme man wahrscheinlich nach unten, aber dann ist das wahrscheinlich eins von den Datacrunchs, was man gar nicht als Jedi kriegen kann. Oder ich habe nur noch nicht den richtigen Weg gefunden. Auch das ist durchaus im Bereich dessen, ob möglich ist. Schauen wir mal hier hinten lang. Auch hier können wir nicht lang. Schade. Was ist das da? Nein, die müssen wir ja nicht. Wir müssen ja nicht immer alle. Da müssten wir sowieso rein. Jetzt ist die Frage, laufe ich jetzt? Kommt, ich mache erst die anderen Sachen dicht. Also zu Ende. Oh, da hinten ist einer. Irgendwie dahin gekommen. Oh, ich das. Ach so, ja, der Kessler. Ja, ich erinnere mich. Ach, das mit dem Kessler kann ich auch nachher noch machen. Wurscht. Das hier mit der Sicherheitsdings hätte ich vorher machen sollen. Ich laufe schon wieder viel zu doll hin und her. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei, würde ich sagen. Ja, gut. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.